Hallo Mitspieler, mein Name ist Hallo Riot und ich begrüße euch zur 513. Episode dieses City Skyline Snowfall After Dark Natural Disasters und Mass Transit Let's Plays. Ja, ich simuliere wieder so ein kleines bisschen Bewegung, die Stadt steht still, denn wir haben wieder einen Haufen Stromlinien unterbrochen, denn wir bauen ein großes Projekt und zwar eine Autobahn hier rund um die Stadt. Da gibt es noch ein bisschen was zu ergänzen. Hier hinten müssen wir uns noch was ausdenken, wie wir dann wieder hier hinkommen. Ja. Einmal rundherum. So. Hier wollte ich hin. Dann hier machen wir weiter mit Schiene, die ja zwischen der Autobahn verläuft. Also auch ein bisschen fummelig. Aber es ging bis jetzt so wieder alles aus. Damit das Ding hier nicht ausrastet. Das ist ein bisschen flach, so von der Sache her. Ja, irgendwann wird er dann blau. Hier so. Oh nee, das. Nee. Ja, das hier mit diesem Zacken bleibt wohl nicht aus. Das haben wir an anderer Stelle schon gesehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich beispielsweise hier diesen Berg, dass ich hier die Autobahn drunter durchlege oder irgendwie sowas und die Schiene auch. Kann gut sein, aber ich würde gerne trotzdem erstmal die Schiene hier im Bett haben. So. Wieder viel zu nah dran. Gehen wir runter. Besser. Viel besser. Ist auch relativ mittig. Machen wir. Gehen die ein bisschen auseinander, die Bahn, also die Autobahn. Vom Gefühl her. 2-3 Pixel oder so. Ne? Ja, Brücke. Da bauen wir uns erstmal hier richtig ran. Ist zu hoch. Schön in den Mittelpunkt. Oh, jetzt an einem Rutsch hier rüber. Nichts leichter als das. Ein bisschen raus. Hilft das? Da war zu doll, oder? Haben wir uns gezerrt, sozusagen. Na, solange es funktioniert. Ist wieder zu weit oben. Und so ist er okay. Ne, wir müssen weiter. Weiter ist nicht. Ne, da schneidet er mir zu doll an. Ein bisschen weit oben. Also irgendwie ist das hier eine Ovalität oder so. Oh Gott, das ist hier nicht richtig rund. Kleineren Abschnitten hier arbeiten. Was ist denn los? Krieg ja im Moment ja keinen so richtig gebacken hier von den Aalen. Ne. Ah, oben wieder zu nah dran. Unten zu nah dran. Stückchen noch. Ist gleich geschafft. Ekelhafte Fummelarbeit. Stehe ich auch nicht drauf. So unpräzise ist. So. Möchte uns so mittig wie möglich einbringen. Machen es so. Hat er ja anscheinend eine Delle nach unten eingebaut. So sieht es jedenfalls so ein bisschen aus. Naja, wie auch immer. Wir haben wieder ein Stück Autobahn geschafft. So, und jetzt nochmal Stromkontrolle. Hier war alles gut. Was ist hier? Ach, abgestellte Schule, oder? Was will er mir? Ja, hier abgestellte Schule.
Alle Schulen hier in dem Bereich hier oben sind Testweise abgestellt, weil wir den Hadron Collider haben. Und der Hadron Collider sorgt an und für sich oder angeblich für gute Bildung. So, hier müssen wir nichts verbinden. Ich glaube, wäre auch cool, wenn ich mir die Stromlupe anmache. Dann sieht man mal ein bisschen mehr hier die schwarzen Masten. Was ist hier? Anschlussproblem? Ach so, hier, immer rüber. Ja, führt ja auch irgendwo hin. Ah, da ist auch wieder Station. Kriegen wir hier eine Brücke hoch? Das könnte eng werden. So. Ah, ist zu eng. Man kann ja hoffen. Hier mit Kreuzungen und dann wieder Schiene rausnehmen. Ist so das Einfachste, was mir gerade einfällt. Mach mal Winkel und ich glaube, ich baue hier schräge die Schichten. Was ist denn jetzt? Ah, jetzt steht hier wieder ein Feuerwehrtürmchen. Such die mal. Findest du nie, aber so, wenn du baust, ständig. So, machen wir nochmal richtig mit 90 Grad. Dann stimmt das hier auch wieder alles. So, und hier dürfte ja dann eigentlich nichts geschehen sein. Die müsste dann weiter hier oben wenden. Können sie auch eigentlich erstmal, oder? Problem ist, dass ich jetzt hier die Autobahn ins öffentliche Stadtnetz nehme. Dadurch, dass jetzt hier Leute auch rauffahren können. Was passiert denn denn? Hier können sie auch rauffahren irgendwie. Ich glaube, der Tunnel ist unterirdisch, glaube ich, auch unterbrochen. Oder? War das nicht so? Irgendwas war doch hier. Ne, hier können sie dann nicht weiter rauffahren. Gut, Teilstrecken der Autobahn können von der Sache her benutzt werden. Warum sollte ich da was gegen haben? Wer hier langfahren will, soll das doch tun. So, und ich wollte auf Strom. Ich lasse mich schon wieder. Pass auf, wir gucken einfach mal von vorne alle durch, dann übersehen wir auch nichts. Nämlich hier, jetzt gleich am Anfang. Jetzt irgendwie los. Irgendwas ist hier, aber die haben Strom. Von unten. Oben liegt aber auch Strom. Dann können wir nämlich ihn hier rausnehmen. Er ist dann hier drin. Und er bekommt dann von oben. Einmal den. Reicht das? Das reicht. So, jetzt hier irgendwas nachzumalen. War ich hier schon? Ne, hier war ich noch gar nicht. Alles gut. So, die Parks, die haben ja so eine Lunte liegen. Das soll ja hier sich automatisch alleine irgendwie bebauen. Klappt aber auch nicht so, wie ihr dacht. Aber jetzt hier Masten zu ziehen, die vergisst man dann am Ende bloß wieder einzubauen. So, hier ist alles versorgt. Hier haben wir Strom. Hier ist unterbrochen. Zick mal nicht. Was soll denn das jetzt? Dann eben so. Geflickt. So, dann geht's hier rein irgendwie. Gibt's wenig zu gucken. Ja, hier sind die Lunden, die setzen sich einigermaßen durch, weil das Bürogebiet ist. Und Büro geht ja ganz gut. So wegen Arbeitsplätze. Was hat sich da eigentlich getan? 30%. Mann, 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 Mann. Immer noch Auswirkungen hier. Wir haben uns doch den Hadron Collider, beziehungsweise nee, irgendein anderes Gebäude haben wir uns noch geholt hier. Dafür mussten wir 50% Arbeitslose haben. Das ist aber auch mittlerweile schon wieder eine ganze Menge Episoden her. Weil hier die Schiene ist nicht schön hier, die Brücke ist nicht schön mittig. Aber funktioniert. So, hier haben wir Strom. So, hier sagt er was, dass er teilweise Schiene hat und teilweise nicht. So eine Nerve muss man ja nicht haben. Eine falsche erwischt, selbstverständlich. T, warum T? Ach, weil hier drunter sind Tunnel, die hier aufhören. Weil ich habe auch gleichzeitig hier unterirdische Autobahntunnel gebaut.
für die Strecken, die dann unterirdisch werden, dass die dann schon da sind, dass ich dann ja, bloß Auffahrten brauche. Ein bisschen vorher rausgedacht. Muss ich in den neuen Segmenten ja auch machen. Ne? Oh, da habe ich ja auch ganz vernachlässigt. Strom waren wir aber. Eins nach dem anderen, weil ich will die Stadt auch gerne wieder laufen lassen. Läuft soweit. Hier ist auch alles gut. Wir springen über den Teich. Hier auch übelste Stromkonstruktion. Sieht alles dran aus. Hier könnten wir noch irgendwie eine Connection machen. Sieht doch soweit alles recht anständig aus. So, Seilbahn, ne? Die war hier. Und zwar die Geschichte. Wir hätten gerne einen Pfeiler. Und gucken mal, ob das jetzt überhaupt noch funktioniert. So, wir gehen mal auf jeden Fall ein hoch mit Bild hoch, Bild runter. Hätte gerne mal beide im Bild. Ungefähr hier ist gerade. So von der Verbindung her. So, 12 Meter, wir gehen auf 24 Meter. Dann passt das. Irgendwie so. Hier gibt es aber Nachfrage strommäßig. Will er nicht. Was ist denn da jetzt los? Was ist... Wollen wir höher gehen? Hilft das? Gar nicht. Dann müssen wir hier schon höher gehen. Wir kommen einfach mal von hier. So. Ihr habt alle wieder Strom, ihr seid alle wieder glücklich, ihr seid dabei. Weiter zum nächsten. So, Straße müssen wir nicht verlängern. Das ist alles soweit in Ordnung. Strom hätten wir gerne. So. Und so. Ob man da gerne klingeln. Oh, die nächste Ecke. Die Straße sollten wir aber verlängern. Nee, sollten wir nicht. Das führt hier zum Hack und Hub und das ist ja bloß eine Merkstraße sozusagen, damit wir uns den Winkel merken, falls wir hier irgendwann mal weiterbauen oder so. Das ist ein Park, der braucht noch keinen Strom, der muss den erst noch verdienen. Hier ist auch nicht so schön die Schiene verlegt. Will er wieder nicht. Dass er da auch so pingelig ist. Und so, rüber zum Kraftwerk. Oder können wir uns so von hier holen, jetzt wo wir schon hier sind. Dann machen wir doch mal anders. So hier. So, hier ist die Straße zum Hafen, oder? Ja. Also ein Toter. Muss ich mir auch mal was langsam einfallen lassen. Da liegt da auch schon ein paar Episoden. So, die Straße hier muss nicht weitergehen. Könnte man noch... Maßnahme Alpha B7 bedienen. Zwar der Tunnel. Okay, sollen so machen. Irgendwie hier rüber. Gut, dann ist der Hafen erstmal wieder am Netz dran. Finden wir gut.
Was ist denn hier mit Straßenbestimmung? Da gibt es doch sicherlich hier mit Fahrzeuge dürfen nicht und so, genau. Also auch so die Kleinigkeiten. Das muss ich bei jeder Straße bedenken, die ich jetzt hier nach außen führe. Die Schichte. Zwar möchte ich euch hier nicht sehen. Und das hätten wir doch auch gerne mit der Shift-Taste gemacht. Hi, mach doch mal an. Das ist halt auch für die Straßensegmente hier rechts verwendet. Jo. 40? Fahren die hier wirklich 40? Ne, die fahren doch eigentlich, fahren die doch hier 100. Kommt er denn hier auf 40? Zack. Erledigt. Gut, Strom in der Ecke. Liegt auch ziemlich brach. Müssen wir was machen. Wie komme ich da bloß auf so eine Gedanken? Über eine Kreuzung. Wahnsinn, ja. So. Den, das war ja einfach. So, möchte ich euch Strom geben? Eigentlich kann man es aber machen. Abschüssigkeit, ja. Sind wir hier oben? Der Bahnhof braucht natürlich noch und muss durchverbunden werden. Was brauchen wir denn hiervon eigentlich noch? Na, die Straße kann ich stehen lassen, weil hier wird doch die Ausfahrt irgendwann rangehen von hier. Nehme ich doch mal schwer an. Das kann weg. Hier wird die Autobahn dann fortgesetzt. Könnte ich eigentlich auch bald machen. Was wäre denn? Oh, könnte ich glaube ich von hier machen. So, zack. Und verlängert. Oh, muss man hier auch bald durch sein. Na, hier hat man schon für die neue Autobahn ein bisschen was weggenommen. Könnte man eigentlich dann auch in Angriff nehmen, oder? Und wo wir jetzt hier schon Platz gemacht haben. Und das wollte ich ja eh freihändig machen, irgendwie. Eieiei. Kann ich damit irgendwelche Anhaltpunkte oder so arbeiten? Irgendwie. Lass uns doch mal ein bisschen rumprobieren. Wir haben hier 9 und 15. Ah, sollte man hier schon längst im Tunnel sein mit der Autobahn. Und 6, ja, 6 ist jetzt viel. So, jetzt da eine Autobahn zwischenkleben. Kann ich das? Oder kann er erstmal weiter hier ihn hier abarbeiten? Eieiei, pfuh, das wäre jetzt von ungefähr hier. Nein, und dann nochmal 6 ran. Mich wundert ja, dass das geht hier. Und 6. Ach ey. Puh, ja, den jetzt hier verlängern. Wobei hier ist ja eh Tunnel drunter. Ich glaube, da ist es nicht so wichtig, dass das hundertprozentig rund ist. Und hier ist ja auch was anderes geplant. Also praktisch Autobahn hier geradeaus weiter, hier eine Ausfahrt hin, autobahnmäßig, also autobahnmäßig hier hoch, Ausfahrt ran, dann wieder runter in den Boden und dann hier rüber, hier hin. Das heißt, wir müssten bloß jetzt hier versuchen, Autobahn irgendwie rinzukriegen. So, wir haben ungefähre Entfernung 113. Und wir wollen biegen. Machen wir 57. Bis hier ran. Oh, das sieht ja schon mal ganz schön kläglich aus. Also, das ist ja schon mal. Was ist denn da falsch? Irgendwas stimmt doch da überhaupt nicht.
Nein. Nein. Ist das eine andere 9 als da? Was täuscht jetzt hier alles wegen dem Wald? Bin ich jetzt ein Verwirrter? Nee, das ist doch hier runtergezogen. Das hat doch hier... Das war doch viel zu nah hier dran. Und warum kommt mir das so kurz vor? Ich meine, die 9 könnte auch bis hier sein. Gerade mit Winkel. So, 9. Maximalste 9. Weil die 9 fängt ja hier an und geht ja anscheinend bis hier. Das ist ja richtig die Luft eigentlich. 9. Und jetzt nochmal 6 oben drauf für 15. Hm. Ihre Mitte? Ne, das sieht doch albern aus. Irgendwas haut da nicht hin. Oder? Ist das jetzt wirklich der Wald? Und die Bäume? Na, irgendwie scheint das schon so ein bisschen zu stimmen. Wenn ich jetzt hier versuche, dieses Spaltmaß neben der Autobahn so zu beobachten, geht hier ein bisschen auseinander. Hat man so das Gefühl. Obwohl, eigentlich, nee, das geht. Da täuscht das Auge doch ziemlich. Oh, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir ungefähr 115, dann puh, 90 Grad, 58. Nehmen wir einfach mal. Irgendwie sieht mir sie aus, als wenn ich so ein bisschen ausgebeult ist, als wenn es ein bisschen zu hoch ist hier. Hier in dem Stück. Aber täuscht das, weil das ein Hügel ist? Hier sieht das wieder ganz anders aus. Hier sieht das alles. Hm, Mann. Was soll denn das jetzt? Hier ist okay. Hier wird es langsam irgendwie komisch, wenn man genau nun hier drauf guckt und das weiß. Wir können es ja nochmal probieren. Und wenn es nochmal täuscht, dann ist das halt so. So, ich hatte eben 90 Grad und auch so, ich glaube, 57 oder so genommen. Ne? So, dann nehmen wir einfach mal ein Stückchen weiter rin. Ah, hier rastet da blöd ein. Da müssen wir ihn ausmachen. Oh. So, mal sehen. Hm. Naja, nu. Weitermachen. Kommentarlos. So, jetzt kann ich ja die Ecken hier absägen. Und dann... bis hierhin weitermachen. Da hätten wir 106. Das heißt, also 190. Habe ich gesagt 106? Ja. Irgendwie so? So. Ist doch okay, oder? Ich glaube ja. Oh, jetzt kommt ein langes Stück. Na gut, mit dem langen Stück hier werden wir in der nächsten Episode weitermachen. Ja, und dann kommt hier der krasse Umbau. Irgendwo hier eine Ausfahrt hin. Beziehungsweise erstmal die Autobahn hier irgendwie lang führen. Ja, und dann den Kreis hier oben schließen. Da träumen wir natürlich lange von. Und dann natürlich, dürfen wir auch nicht vergessen, hier ist ja Tunnel drunter. Für die Stellen, wo Tunnel sein soll. Alter, hier habe ich einfach die Ausfahrten praktisch. Hier habe ich beide, also oben und unten die Autobahn praktisch ein Stück rausgeschnitten und einfach Ausfahrten eingebaut. Da hat er schon eine gute Autobahn. Und da gehört eigentlich auch noch Schiene dazwischen. Und wie man sieht, habe ich das auch freihändig gemalt. Ja, und hier ist so die Frage. Zum Beispiel hier, wenn wir Tunnel brauchen, aber den können wir freihand bauen. Dafür brauchen wir jetzt nicht hier so ein ganzes Viertel unterirdisch machen. Und hier eigentlich von der Sache her sehe ich auch keine großartigen Tunnel. Ja, den Berg wollte ich hier untertunneln irgendwie.
Hier werden wir, obwohl hier haben wir ja schon, hier sind wir ja schon beim Fertigen, oder? Nee, Quatsch. Nichts ist hier fertig. Aber hier brauchen wir Tunnel und das wird natürlich hier ein Spaß werden. Da werde ich alle das, was jetzt schon da ist, tiefer legen oder versuchen, so weit wie möglich nach oben zu legen. Und das dann den Tunnel oder Autobahn ganz nach unten zu legen. Da gibt es auch noch viel zu tun, Leute. Und die ganzen Ausfahrten, Abfahrten, generell unser Tunnelsystem darauf anzupassen. Da werden wir noch ein bisschen uns was überlegen müssen. Ja, und dann natürlich die ganzen Buslinien, Tramlinien. Die sind mir ein absolutes Dorn im Auge. Habe ich überhaupt ja keinen Bock drauf, weil sie mich einfach nerven. Aber die müssen gemacht werden. Also die laufen alles andere als ideal. Ich glaube, da kann man auch noch viel rausholen. Wobei kohlemäßig ist mir nicht wichtig. Aber es gibt hier Bushaltestellen, U-Bahn-Haltestellen, da warten 300, 400 Leute. Also, das muss man alles ein bisschen feintunen, auch wenn es ein bisschen schwer ist. Jetzt sehen wir ja an der simplen Fährenlinie, die ich gebaut habe. Da sind jetzt, was weiß ich, vier Wannen drauf, die aber so sich blöde verteilen, dass sie im Grunde genommen, wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt, doch im Pulk fahren, so von der Sache her. Also die verteilen sie nicht so richtig. Ja, hier mal eine nach oben, hier eine nach unten. Jetzt sehe ich die alle ja nicht. Hier ist noch eine Fähre. Na, vielleicht verteilt sich das ja mit der Zeit. Apropos Zeit, wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.